Hallo meine Freunde, hier ist er wieder, euer Senior Gamer. Heute flitzen wir nach Denizia zum Dagobert. Aber wir schauen erstmal, was wir alles rausräumen können. Die Speere behalten wir dabei. Die Steinaxt, die räumen wir raus. So, die Fackel brauchen wir, die Fellstiefel räumen wir raus, die brauchen wir nicht, die Pelzhaube brauchen wir nicht. Gebratenes Fleisch, das Johanniskraut, die Bretter räumen wir raus. Die brauchen wir nicht. Die 15 mal Dünger räumen wir raus. Das habe ich jetzt rausgeräumt. Irgendwas habe ich jetzt rausgeräumt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Fleisch habe ich doch alles drin. Gut. Ach, der nimmt's nicht mehr an, deswegen hat's nicht funktioniert. Alles klar. Die Federn können wir noch raus tun. Die nimmt, muss er noch nehmen. Nee, nimmt er auch nicht. Haben wir den da hier drinnen? Dann nehmen wir die Steine. FEF und die Stöckchen. FEF, die nehmen wir raus und die Pelze. Und den Dünger. Und die Bretter. So, und das schmeißen wir jetzt alles hier irgendwo in die Ecke. Jetzt können wir nicht laufen, aber das haben wir wieder uns überladen. Gut, dann legen wir als erstes mal die Bretter hier weg. XEF. Gehen wir immer noch nicht. Schmeißen wir mal die Steine noch hierher. 20, 22 Stück. Quatsch. So, den Rest tun wir jetzt hier hinter. So, da die Speere behalten wir dabei, habe ich gesagt. Den Dünger. Na, willst du den nicht wegschmeißen? XEF. Pass auf. Das Leder, die Pelze und die Stöcke, das Stroh. Gut, dann haben wir noch 18,7, den Kohlsamen, ja, nun haben wir den ganzen Krempel hier hergeworfen. Den Kohlsamen stopfen wir hier rein, in die Truhe. So. Das Johanniskraut auch, das brauchen wir unterwegs nicht. Ich denke doch, dass wir uns nicht vergiften. So, gut, jetzt werden wir erst einmal die 15 Stück 50%iges Fleisch zu uns nehmen. Nee, brauchen wir nicht. Zwei bleiben übrig. Aber so, Wegerich noch und jetzt geht's los. Jetzt laufen wir zum Dagobert. Das machen wir. Wir haben noch drei Tage Zeit. Also wenn wir zurückkommen, haben wir noch zwei Tage. Das machen wir. Reicht, wenn wir das den letzten Sommertag machen. Ich hoffe doch, dass nicht gleich wieder Wildschweine hier aufkreuzen. Auch das wohl kaum. So, gut. Jetzt flitzen wir gleich hier querfeld ein, gerade durch. Den Alvin-Quests, die machen wir später. Wir machen erst diesen Unigost jetzt fertig. Und dann kümmern wir uns um unsere Siedlung. Da bauen wir das Ressourcenlager. Da können wir nämlich ordentlich aufräumen. Bauen das Lebensmittellager. Und bauen die Scheune. Und in der Zeit, wo wir das bauen, kriegen wir bestimmt auch einige Fähigkeitspunkte zusammen und Erfahrungspunkte zusammen, dass wir Schmiede oder Werkstatt oder Jagdhütte, die Jagdhütte können wir doch eigentlich, glaube ich, sogar schon bauen. Ich glaube, die
kennen wir schon. Bei hier mal immer aufpassen an solchen Stellen. Da steht öfters mal eine Schaufel oder sowas. Aber heute sieht's. Doch, hier ist eine Schaufel. Guck, sogar eine Bronzeschaufel. Nehmen wir die mit oder? Nee, die nehmen wir nicht mit. Die holen wir uns, wenn wir zurückkommen. Das ist unnötiges Gewicht, was wir jetzt rumschleppen. Eine Bronzeschaufel sogar. Wahnsinn. Gut. So, jetzt immer schön querfeld ein. Halt, hier müssen wir auch aufpassen. Hier ist auch ab und zu mal ein Wagen. Nee, jetzt ist noch keiner da. Und dann weiter hinten, wo die kleine Brücke ist oder der kleine Bretterübergang über den Bach. Da liegt auch manchmal links ein Wagen. Und hier oben habe ich schon einen Campingplatz gefunden gehabt. Also so ein Platz, wo sie gecampt haben, das können wir dann auch bei Gelegenheit nochmal absuchen. Aber jetzt scheint ja nichts zu sein. Der war hier, da waren hier Matten und ein Zeug lag hier rum. Also ist nichts da zur Zeit. Die sind auch bloß immer ab und zu mal da. Das sind diese 26 Schätze, wie sie gesagt haben, die auf der Karte verteilt worden sind. So, jetzt laufen wir mal auf dem Weg lang. Und wir müssen uns halt mitten. Jetzt müssen wir ja. Wir haben die zwei, gut. Die Bronzeaxt, die legen wir uns auf der 1, alles klar. Und die Speere legen wir uns auf der 2. Jetzt müssen wir nämlich hier durch wildschweinfeindes Land. Hier liegt manchmal ein Wagen. So, wir laufen jetzt aber hier ein bisschen in Bogen durch den Wald. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit einem Wildschwein anzulegen. Die sind zwar relativ leicht zu jagen, aber wir brauchen die Zeit jetzt, um die Bäume zu fällen für den Dagobert. So, da unten ist schon die Nizia. Da gängelt bestimmt noch schon wieder draußen auf dem Feld rum. Spät haben wir es. 9.34 Uhr. Das könnten wir den ganzen Quatsch heute schaffen. Aber wir hätten vorne am Bach sollen noch was trinken. Wir haben noch keinen Trinkschlauch. Da müssen wir halt zwischendurch mal runter zum Wasser flitzen. Ja, hier ist er doch, der Kollege. Können wir die Axt rausholen? Ist er das? Nee, dir lebt wohl, dir kann man jetzt nicht helfen. Zum Dagobert will ich. Hi, Dagobert! Gut. Also, geht los. Geht los. So, die flitzen wir jetzt aber nicht zu dem Dagobert ständig, sondern wir sammeln die erstmal und legen die an den Waldrand hierher. An den Feldrand, die Rundhölzer. Bis wir die 40 zusammen haben. Und das hat's mich wieder. Habt ihr das gesehen? Passiert doch noch. Dass wenn du gerade auf das Holz zugehst, dass es dich abhebt. War jetzt nicht weit, also ich bin ja mein weitester Flug fast 300 Meter. Ist übrigens auch am See.
Dorf am See ist es festgehalten. Krasimirs Freiflug heißt diese Folge. Und da hat man mir gesagt, man soll halt nicht... Wieso habe ich jetzt das 7 Rundhölzer? Müssten doch 3, 6, 9 sein. Gut. X, E, F. 2. Naja, die Kolon bis zum Dagobert. Komm, die müssen wir woanders hinlegen. Müssen wir sie. Legen wir sie hierher, dass sie nicht wegkolon. Da. Da müssen ja noch welche irgendwo rumliegen. So. Nee, gibt's doch gar nicht. 2 Fichten habe ich weggemacht. Sind 6. Oh nee, sind 6 und eine Birke sind 8. Bei Birke gibt's 2. Keine Ahnung, wo das hin ist. Das suchen wir jetzt alles. Normalerweise müsstest das ja uns anzeigen. Gut. Wir legen jetzt dort oben diese Fichten um und da haben wir das ratzfatz erledigt. Haben wir überhaupt Wegricht dabei? Ja. Ja, was macht er denn jetzt? So, da haben wir jetzt erstmal 8 und 18, 16. Die 7 dort unten sind 23. Gut, hier haben wir dann noch welche liegen.
Ja. So, jetzt schaffen wir die ersten 10 Rundhölzer hin. Da vorne, der ohne Kappe ist er, der rennt natürlich, das ist immer so. Der rennt, wenn der dich sieht, rennt der immer weg. Das ist sowas von unhöflich, dass sie guckt in deine Richtung, sieht, dass du kommst und dreht dir einen Arsch zu und haut ab. Ist schon eine Menge frech. So. Die 2 sind 9. Schaffen wir die nächsten auch noch weg. So, gut. Und nachher gehen wir erstmal, wenn wir das alles vorgeschafft haben hier. Komm, Dagobert, hier sind die nächsten. Jetzt gehen wir erstmal runter zum Wasser was trinken. Sonst nibbeln wir hier noch ab und das bringt uns nichts. Mal sehen, wie spät es heute wird. Hier drin in dem Wald habe ich auch schon einen Campingplatz, sag ich immer, Campingplatz gesehen. Da kann man mal gucken. Oh, da ist weiter vorne. Nee, das gucken wir später mal. Suchen wir jetzt nicht. Ist bloß Zeit, die wir vermehren. So, jetzt gehen wir nämlich gleich mal ins Wasser, dass wir nicht so riechen. Und trinken was. Und Trinkwasser, jawohl. Und wie weit sind wir mit dem Geruch? 4% noch. Naja gut, tauchen wir mal ab, komm. Müsste jetzt eigentlich sauber sein. Jawohl. Gut. Ja, ausgewaschen haben wir uns jetzt. Jetzt holen wir den nächsten Rundhölzer. 19 hat er jetzt. Und da haben wir hier den nächsten 8. Da liegen doch auch noch Hölzer. Die auch noch von uns. Guck an. Das ist das, was wir vor uns gesucht haben. Jetzt haben wir 9.
28. Brauchen wir noch 12. Wo haben wir jetzt die hin? Ja. Wie viel liegen hier? 8. Gut. Jetzt mal runter, die schaffen wir hin und dann holen wir uns noch. Ah, die Steckchen können wir da oben liegen lassen. Die können wir später holen. Hier hat man auch noch ein paar Steckchen liegen. An den Stamm hier, glaube ich. Die sind nicht so wichtig. So, da legen wir jetzt noch 2 Birken um und dann haben wir den Quatsch erledigt. Kommt Dagobert, raut er doch wieder ab. Da hackt hier mal, da hackt dort mal. So, gut, jetzt haben wir hier unten noch. Hier noch 2 Birken um, dann ist die Sache erledigt. So. So, schwing deine Axt nochmal, komm, Rasimir. Welche Richtung fällst du nun? Holzschuppen freigelegt, freigestellt, freigespielt. So, mein Freund, jetzt kriegst du deine letzten. Ja, gut. Jetzt gehen wir zur Mathilda. Holen uns unsere Belohnung ab und kaufen bei der Tasche und Rucksack. Hallo, Mathilda. Mochten die jetzt vom Gehüpf? Nochmal, Mathilda. Hi, Mathilda. Du willst noch was von dir? Zeig mir deine Ware. So, wir haben 1475. Wieso haben wir bloß, wir haben doch für uns 1000. Ach nee, wir haben doch Dings gekauft. Alles klar. So, dann nehmen wir erstmal den großen Rucksack zu 510. Wir haben ja noch nichts in der Diplomatie, haben wir ja noch nichts. F. So, und jetzt kaufen wir uns noch die große Tasche für 330. Gut. Leb wohl. Und jetzt tun wir das Sockeln. Und da haben wir die große Tasche, F, und einfach großer Rucksack, F. Und schon haben wir 65 Kilo, die wir tragen können. Perfekt. So, und jetzt laufen wir zurück nach Kostovia. Aber wir nehmen jetzt hier unten den Weg lang. Dann laufen wir hier mal durch den Wald. Vielleicht ist hier schon so ein Campingplatz. Den habe ich jedenfalls schon mal gefunden hier. Da unten kriecht ein Wolf rum, also da hinten ist noch ein Wolf und das ist noch alter. Da gehen wir jetzt mal hier nicht hin. Da laufen wir jetzt mal hier nicht lang. Müssen wir uns nicht antun. So, gut, jetzt laufen wir hier oben lang, vor nach Kostovia. Müssen nicht unbedingt an den Wölfen vorbei, es kommt ja noch die Wildschweine. Leck mich doch an die Füß. Wir wollen uns ärgern. Ich wollte nämlich gucken, ob da hinten an der in Dings ist, in Wagen. Das machen wir, wenn wir nach Rolnica manüberlaufen. Da müsste nämlich da hinten auch manchmal ein Wagen.
Gut. Wir laufen jetzt hier lang, gehen da unten durch den Wald dort von und nehmen die Bronzeschaufel mit. Unsere Bronzeaxt hat nämlich noch allerhand. Wie viel hatten die Axt noch? Mit 87 haben wir sie gefunden. Die hat noch, naja, 66. Und da haben wir jetzt 40 Bäume gefällt und zerlegt. Also 40 Rundhölzer, nicht Bäume. Das ist schon, hält schon etwas länger. So, und da haben wir den Sommer ja jetzt schon mal 2 Tage weg. Und wenn wir jetzt zurück sind, werden wir das Beet neu umgraben und bestellen. Ob wir das heute noch schaffen? Ne, es ist gleich um 6, werden wir nicht mehr schaffen. Ne, das werden wir uns jetzt auch nicht mehr antun. Wir werden uns dann höchstens nochmal umschauen, wo wir unser eigentliches Dorf hinsetzen. Also der Rasimir dann behält sein Haus dort unten unterhalb des Wasserfalls. Aber unterhalb des Wasserfalls runter Richtung Fluss ist eigentlich das Gelände zu hügelig, um da irgendwas ordentlich bauen zu können. Also werden wir das eigentliche Dorf oberhalb des Wasserfalls bauen. So, jetzt hier. Hier ist er doch. Die Schaufel nehmen wir natürlich mit. 92%. Damit können wir aber Stüppen rausbuddeln ohne Ende. Ja, und da oben ist dann auch halt ein bisschen mehr ebenes Gelände für die Felder. Und ich habe zwar am Anfang gesagt, ein bisschen anspruchsvoller, aber das Gelände, wenn man es richtig betrachtet, ist nicht so. Das wird schon werden, denke ich mir. Wir werden da schon ein ordentliches Häuschen hinbauen, Dörfchen hinbauen. Wer bist du? Der Oswald da, die ist auch nicht für uns, oder? Nee, Romantik, kann ich mit dir auch sprechen? Die ist 58, was soll ich mit dir mit Romantisches reden? Die Bernadetta, die ist auch 52. Da sitzt doch plus die große Oma sitzen jetzt hier am. Uiuiui, Unigost, wo bist du? In der Kneipe, wo soll man den auch suchen? In Wirtshaus. Dass sich überhaupt jemand neben dich setzt. Auch das ist der Edwin, alles klar. Nun, sie sind jetzt sicher und vorbereitet. Gut. Alles klar, und wir verschwinden jetzt hier. Was machst du da hinten? Du schmolzt, wo? Das ist der Bernhard. Der Berand. Berrat. 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 Nicht mal Bernhard können Sie schreiben. Das ist doch der Geschenkeverkäufer, gell? Na, da brauchen wir jetzt nichts. Wir kaufen doch nicht für 1100. Was? Lunula. Oder getrocknete Tatteln. Eine Flöte. Beutel mit Gewürzen. Das wäre schon mal was. Oder eine Bettdecke für 750. Und das Lama-Decken. Die hat er bestimmt von der letzten Ausfahrt. Will er die jetzt uns verdückeln? Von der letzten Kaffeefahrt hat er die noch. Gut. Wir laufen jetzt nach Hause. Haben wir da hinten noch was? Das haben wir eigentlich alles weggeholt. Ah, da hinten, das haben wir alles weggeholt. Die Bretter und die Axt, die haben wir ja jetzt dabei gehabt. Also laufen wir mal jetzt hier querfeldein wieder hoch zu unserer Hütte. Nicht, dass es jetzt gleich wieder quiekt, das war nämlich neulich auch abends, wo uns die Wildschweine jetzt hier über den Weg gelaufen sind.
Werden wir gleich hören, ob es quiekt. Oh, scheint nicht so zu sein. Gut. So, da haben wir doch den Tag ganz gut überstanden. Wir haben die Sachen alle erledigt. Der Unigast, der lässt uns jetzt die nächsten, naja, 3-4 Jahre in Ruhe. Ich glaube, im Jahr 5 kommt die nächste Aufgabe von dem. So, wir werden dann morgen machen wir. Wir tun erstmal die Speere raus. Na, Speer raus. Ja, und den räumen wir auch noch raus. Da haben wir jetzt 3 25er Speere und 4 50%ige Speere. Naja, gut. So, die Bronzeschaufel, die räumen wir auch erstmal raus. So, und jetzt haben wir natürlich eine Kohlsuppe und eine andere Suppe. Wird eine Möhrensuppe sein. Gut. Die Federn vom Holzfällen tun wir raus. Die Stöcke, die wir noch dabei hatten. Jetzt haben wir bloß noch 635 Geld, aber wir haben ja schon uns Rucksäcke gekauft. Und das ist bedeutend wichtiger als das schnöde Geld. So, und jetzt gucken wir in unser Management und da schauen wir, was wir für Fähigkeiten haben. Wir haben hiervon einen Fähigkeitspunkt. Kenntnis oder Gewinnung, Schatzjäger oder Meister der Zerstörung. Maultier, da kommen wir noch nicht dran. Das wäre das hier. Nee, doch ja, das hier. Da kriegt man nämlich dann noch einmal, wenn wir das bis zur 3 freigeschaltet haben, da haben wir dann insgesamt 80 Kilo, die wir tragen können. Wir fangen aber an mit dem Meister der Zerstörung. Und zwar deswegen, hier kriegen wir 50% vom Baumaterial, wenn wir irgendwas abreißen, wieder. Kann ja sein, dass wir irgendwas falsch bauen und sagen, das reißen wir jetzt wieder weg, weil wir vergessen haben, eine Schnellspeicherung vorher durchzuführen. Das müssen wir uns nämlich angewöhnen, vor jeder Baumaßnahme eine Schnellspeicherung. So, aber trotzdem nehmen wir den Meister der Zerstörung. Dann haben wir hier Überleben, haben wir 6 Punkte. Also, unser Ziel ist das hier, der Überlebenssinn, müssen wir zuerst das hier machen. Einen hier unten rein, das ist die Unempfindlichkeit. F, ja. Jetzt nehmen wir den Überlebenssinn. Ja. Und jetzt nehmen wir stark wie eine Eiche. 3-mal. Und da haben wir jetzt 130% Lebensenergie. Werdet ihr gleich sehen. Wir müssen wegrig essen, damit wir den roten Streifen auffüllen. So, jetzt haben wir noch einen übrig, den packen wir hier unten mal in die Überlebenskenntnisse. So, jetzt haben wir noch im Crafting. Ja, wir können jetzt nur hier unten handwerkliches Wissen einen. Ja, dann Nähwissen einen. Und im Kochwissen einen. Haben wir die untersten 3 erstmal zumindest in der Stufe 1. So, Technologie, wir können bauen. Ressourcen lagern, Holzschuppen haben wir freigeschaltet. Die Jagdhütte ist freigeschaltet, das Lebensmittellager und die Scheune. Und hier die Werkstatt, die Taverne und die Schmiede. Also da haben wir jetzt vollauf zu tun, ehe wir vielleicht unsere ersten Leute holen. Da bauen wir erstmal diesen ganzen Quatsch. Ausgenommen das Flirten. Für unsere Frau haben wir ja einen Schlafplatz in unserem Haus. So, seht ihr jetzt hier unten, der rote Streifen, den können wir jetzt auffüllen mit Wegerich.
Und jetzt haben wir 130% Lebensenergie. So, meine Freunde. Spät haben wir es, 20.04 Uhr, jetzt haben wir noch viel erledigt. Wir bauen als nächstes, ich würde sagen, ein Lebensmittellager, damit wir unseren Kohl, denn wir werden ja im Herbst nochmal welchen ernten, dass wir den unterkriegen. Und das ist das Erste, was wir morgen bauen werden, ein Lebensmittellager. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Und der Reisimir geht jetzt ins Bett. Alles klar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.